Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht über meine Stimme, ich habe es geschafft, mich von einem auf den anderen Tag zu verkühlen, wegen diesem blöden Wetterumschwung von heiß auf kalt und jetzt wieder heiß. Das hat mein Körper irgendwie nicht so ganz vertragen und ich bin deswegen ein wenig erkältet, aber das sollte mich nicht davon abhalten, ein Video für euch zu drehen. Und deswegen gibt es heute von mir mal wieder einen Primer-Call und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich mal an. Dieser Haul steht unter keinem bestimmten Thema. Es sind sehr sommerliche Sachen dabei, aber auch Sachen für, falls es wieder jetzt ein bisschen kälter werden sollte. Man könnte sagen, es ist ein kleiner Sale-Haul, weil so gut wie alles eigentlich, was ich gekauft habe, fällt mir gerade auf, aus der Sale-Abteilung war. Aber ich würde sagen, bevor ich euch unnötig zulabere, zeige ich euch die Sachen einfach mal gleich. Und als allererstes habe ich hier diese schwarze Bluse mit diesen süßen Pünktchen hier. Und die ist aus so einem ganz, ganz leichten Stoff. Das heißt, selbst wenn es warm ist, kann man die abends locker noch anziehen. Und dann braucht man auch nicht unbedingt einen Cardigan drüber ziehen, sondern es ist auch so ganz angenehm. Die ist auch eher aus so einem Baumwollstoff und nicht so einer Viskose. Das heißt, man schwitzt auch nicht so krass in ihr. Und die habe ich auch zum Beispiel aus der Sale-Abteilung und die hat statt 13 Euro 5 Euro gekostet. Weiter geht es mit so einem Cover-Up-Kleidchen aus der Bademodenabteilung. Einfach gedacht für den Strand zum über Bikini oder Badeanzug ziehen. Ich finde es auch so ziemlich cool eigentlich. Leider ist es sehr durchsichtig, sonst würde ich es auch im Alltag tragen. Aber ja, man kann da einfach so durchgucken. Also wahrscheinlich besser nicht. Es hat auch so ganz leicht so ein Bohemien-Muster. Ich weiß leider nicht, wie sehr man das in der Kamera kennt. Vermutlich eher nicht. Aber man sieht eben so ganz leicht in so einem Hellgrau so, ich nenne das immer so einen Mandala-Style, weil kennt ihr diese Ausmalbildchen, diese Mandalas, die man früher in der Schule ausgemalt hat. Ja, ungefähr das. Und das ist ja dieser Bohemian-Vibe, der gerade total in ist. Und ich finde das total schön und angenehm und es sitzt so schön locker. Und ich freue mich richtig drauf, das am Strand zu tragen, wenn ich dieses Jahr auf Urlaub fahre. Da finde ich einfach solche leichten Kleidchen, die man sich einfach überwerfen kann, wenn man zum Strand, See, Pool, was auch immer geht, sehr angenehm, weil man dann nicht so viel aus- und anziehen muss und dann alles voll schwitzt. Und das ist einfach eine sehr nette Alternative, weil nur im Badeanzug oder Bikini will man ja jetzt auch nicht unbedingt auf die Straße gehen oder in die Lobby oder so. Deswegen finde ich das eine sehr gute Lösung. Das hat im Übrigen 7 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch so ein Cover-Up-Ding gekauft. Diesmal etwas auffälliger in Schwarz mit solchen Blumen drauf. Fand ich sehr, sehr schön. Auch diese rosé-goldenen Details hier an der Seite. Da merkt man sehr stark, dass es eben nur sowas zum Drüberziehen ist, weil irgendwie seitlich bei mir alles rauskommt. Das sieht man hier auch sehr schön bei den Try-On-Aufnahmen. Also es ist nichts, was ich jetzt wirklich als Kleid anziehen würde, auch wenn es im Gegensatz zu dem Weißen nicht durchsichtig ist. Aber ja, einen Bikini würde ich auf jeden Fall drunter anziehen und nicht unbedingt einen BH. Das war auch im Sale und zwar hat das statt 11 Euro 5 Euro gekostet. Und ja, ich fand das einfach total nett. Ich glaube, wer regelmäßig meine Hauls verfolgt, dem müsste aufgefallen sein, dass ich sehr auf Blumen stehe, wie man hier wieder sehen kann. Und ja, deswegen konnte ich daran nicht vorbeilaufen. Und apropos Bikini, ich habe mir 2 Bikini-Unterteile gekauft, wovon ich auch sehr gerne die Oberteile gehabt hätte, aber das ist immer ein bisschen schwierig, die haben mir irgendwie überhaupt nicht gepasst. Das Angenehme bei Primark ist zwar, dass man die in verschiedenen Größen nehmen kann, weil ich brauche oben meistens eine sehr viel größere Größe als unten, weil ich relativ viel Oberweite habe, aber dafür eine sehr schmale Hüfte. Aber irgendwie gab es trotzdem nicht so die passenden Oberteile für mich. Deswegen dachte ich mir, warum nicht einfach nur die Hosen mitnehmen? Ich bin generell jemand, der sehr gerne die Teile kombiniert. Das heißt, ich mische einfach ganz gerne meine ganzen Bikinis durch, je nachdem, wie es zusammenpasst. Dadurch, dass ich auch sehr viele einfärbige Teile habe, ist das meistens kein Problem. Und als allererstes ist mir diese Hose hier ins Auge gestochen. Und zwar hat die so ein Marmormuster, was ich richtig cool finde. Und hat hier oben so Streifen, die da in der Mitte auch durchsichtig sind. Also ich fand das sehr, sehr, sehr cool. Ich hätte wirklich gern das Oberteil dazu gehabt, aber es hat mir leider beim besten Willen nicht gepasst. Das war ganz einfach ein Bandeau-Top und Träger dran, aber leider waren die mir alle zu klein. Und ja, dann habe ich mir noch eine zweite Hose geholt und zwar diese in Schwarz. Eine ganz, ganz einfache mit so goldenen Ringen hier dran.
lässt sich zu allem kombinieren, deswegen habe ich sie mitgenommen und meine letzte schwarze Badehose hat langsam den Geist aufgegeben. Deswegen dachte ich mir, es wäre mal wieder Zeit für eine neue und ich fand eben diese goldenen Details hier sehr, sehr süß. Und die haben beide jeweils 5 Euro gekostet. Dann habe ich mir so ein ganz lockeres weißes Trägertop geholt. Das ist wirklich so ein ganz einfaches Ding. Einfach zum Sport machen, zum Drüberziehen, damit man nicht nur im Sport-BH dasteht. Ich finde das im Sommer zum Laufen gehen oder so ganz angenehm, weil man sich irgendwie nicht ganz so nackt fühlt. Aber ich bin ein Mensch, ich halte es einfach irgendwie nicht aus, wenn ich so enge Sportkleidung trage, wenn ich laufe, weil ich das Gefühl habe, es klebt irgendwie alles an mir und es ist unangenehm. Ich brauche das so ein bisschen luftiger und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Das hat 2 Euro oder so gekostet. Und ja, apropos, ich habe mir, falls ihr meinen letzten Haul gesehen habt, damals ja auch ein Sportoberteil geholt. Und ja, ich habe mir das jetzt noch ein zweites Mal geholt, weil es das im Sale gab. Und ich mir dachte, warum nicht? Es handelt sich um dieses hier. Und ja, wie gesagt, ihr habt das in meinem letzten Haul gesehen. Das hat einfach so ein Wellenmuster, beziehungsweise ich habe damals gesagt, es erinnert mich irgendwie an so Meerjungfrauenflossen. Und das hat ursprünglich, glaube ich, 8 Euro gekostet und ich habe dieses hier jetzt für 3 bekommen, weshalb ich mir gedacht habe, warum nicht ein zweites holen? Falls es eine kaputt geht, beziehungsweise es stört mich jetzt eigentlich auch nicht, 2 gleiche Shirts zu besitzen, deswegen warum nicht? Und ich war mit dem sehr zufrieden, deswegen dachte ich mir, ich kann mir auch noch ein zweites holen. Und ja, das wäre eben das. Was ich cool an dem finde, ist eben, dass es hinten auch solche Schnürungen hat. Das mag ich persönlich immer sehr gerne und dass es eben so ein Kreuz bildet. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie lieber als Träger, die so gerade hinuntergehen. Und ja, wie gesagt, wieder etwas aus dem Sale. Dann habe ich mir noch etwas gekauft, was eigentlich so gar nicht in diese Jahreszeit passt, weil es dafür eigentlich schon wieder viel zu warm ist. Und zwar ist das ein Pulli. Aber ich fand ihn so süß, dass ich ihn einfach haben musste. Das ist dieser hier in diesem Lachston und es steht Love drauf. Und der ist einfach so kuschelig, vor allem innen ist der einfach so weich. Den habe ich auch in der Sale-Abteilung gefunden und der hat statt 11 Euro 3 Euro gekostet und ich fand ihn einfach so angenehm, dass ich ihn unbedingt haben musste. Ich dachte mir außerdem für kältere Abende, wo man dann doch irgendwie immer was einstecken hat, um es drüber zu ziehen später, ist der ganz cool. Vor allem, weil ich ein Mensch bin, der an den Beinen überhaupt nicht friert, aber obenrum direkt, wenn irgendwie es kalt wird oder so. Deswegen sind so Kuschelpullis für mich immer die Rettung. Er ist ein bisschen oversized, weil er in der Größe 46 ist, aber ich finde, dafür ist er schon wieder gar nicht mal so groß, wenn man bedenkt, dass ich Kleidergröße 34, 36 habe. Also ja, ich weiß nicht, was mit diesem Schnitt ist, aber ich finde ihn sehr cool. Ich mag Oversize-Pullis auch total gerne. Außerdem ist er cropped, das heißt, es sieht mit dem Oversize irgendwie noch ein bisschen spezieller aus und das finde ich irgendwie ganz cool. Und ja, den konnte ich einfach nicht da liegen lassen. Dann wären wir mit den Klamotten eigentlich fast schon wieder fertig. Ich habe allerdings auch noch ein paar Socken gefunden, das ich so cool fand, dass ich es ja nicht wieder weglegen konnte. Und da geht es um diese hier. Da sind einfach mal von Die Schöne und das Biest, Madame Poutin und Tassilo oben. Und ich liebe diesen Film, ich finde ihn so niedlich. Ich liebe auch die neue Verfilmung mit Emma Watson. Und ja, ihr seht, auch im Sale für 1 Euro statt 2,50 dachte ich mir, warum nicht? Das sind so lange Socken, die ich eigentlich nicht gerne trage. Ich mag eigentlich nur diese kurzen bzw. diese ganz kleinen für Sneaker. Aber ich dachte, für zu Hause, ja, finde ich die ganz cool. Als allerletztes Teil in Richtung Fashion, beziehungsweise wir gehen dann schon langsam so zu Accessoires über, habe ich dann noch dieses Tuch hier. Und ich hatte mir vor einer Ewigkeit schon mal ein Tuch bei Primark gekauft. Und ich mochte diesen Style eigentlich ganz gerne. Ich habe es dann nur leider verloren. Und deswegen dachte ich mir, ich hole mir nochmal so eins. Das ist einfach multifunktional einsetzbar. Man kann es um den Hals tragen, man kann es sich aber auch in die Haare geben. Heute passt das erstaunlich gut zu meinem Outfit. Also vielleicht werde ich mir das später auch noch in die Haare tun, weil irgendwie finde ich das gerade sehr cool. Das war nicht bedacht von mir. Ja, ich glaube, das trage ich heute noch. Man kann es aber auch irgendwo dranhängen, wie man jetzt hier sieht. Und das Ding hat 3 Euro gekostet und ich finde es einfach ganz cool. Dann habe ich mir auch noch Ohrringe gekauft, weil ich schon länger auf der Suche nach solchen war. Und zwar sind das die hier. Ich wollte eigentlich nur die in der Mitte haben, diese
Quadrate hier. Aber die gab es nirgends einzeln. Ich habe wirklich alles abgesucht und auch sonst. Irgendwie finde ich die nie, zumindest nie in der Größe, in der ich sie haben will. Ich will sie nämlich weder so riesig noch so winzig klein, sondern exakt in dieser Größe suche ich sie schon eine Ewigkeit. Und da dieses Set nur 2 Euro gekostet hat, dachte ich mir, ich kann mit den anderen auch was anfangen. Und wenn nicht, dann verschenke ich sie einfach. Ich habe genug Freundinnen, die diese Art von Schmuck sehr gerne haben. Das heißt, je nachdem, wenn ich sie nicht trage, werde ich sie einfach weiter verschenken. Aber wie gesagt, dieses Paar wollte ich unbedingt haben, weil ich einfach diesen Stil so cool finde. Ich mag im Moment gerade Formen und so weiter sehr gerne. Jetzt gerade trage ich ja auch eher ungewöhnliche Ohrringe, die habe ich mal geschenkt bekommen. Das sind so Eulchen, die ich ultra niedlich finde. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon in Richtung Dekoration. Und da habe ich mir zum einen dieses Bild hier geholt. Das habe ich gesehen und dachte mir, ich muss es unbedingt haben. Sofort unbedingt für meine Wand, die ihr hier hinter mir seht. Wobei ihr immer nur diesen ganz kleinen Teil hier seht, wo nichts hängt, weil mein Oberkörper so kurz ist und man deswegen den Rest meiner Wohnzimmerwand nicht erkennen kann. Aber ihr müsst euch vorstellen, da hängen sehr, sehr viele solcher Bilder hier mit allen möglichen Sprüchen und Fotos und Erinnerungen und so weiter. Das ist einfach so meine Memory-Wand, wie ich sie gerne nenne. Und ich fand das einfach richtig cool. Make today great ist einfach so ein Motto, was immer passt. Und deswegen musste ich das für 7 Euro, die es gekostet hat, unbedingt haben. Und generell weiß, schwarz, gold ist voll mein Ding. Und so ziemlich fast alles, was da hängt, hat ungefähr dieses Farbschema. Dementsprechend passt es da sehr gut rein. Und apropos Wohnzimmer, ich habe mir dann auch noch diese 2 Kisten hier mitgenommen, weil ich sie einfach nicht da lassen konnte. Um die bin ich schon die letzten Male, als ich bei Primark war, ein bisschen rumgeschlichen, weil ich die Farbe irgendwie ganz cool fand. Ich mag dieses Pastellgelb total gerne. Und mit den Palmen drauf ist es einfach so super sommerlich für mich. Und die haben jetzt beide statt jeweils 4 Euro nur 2 Euro gekostet. Deswegen habe ich mir gleich 2 mitgenommen, weil, ja, eins für rechts, eins für links. Ja, ich wechsle sehr gerne die Kissen auf meinem Sofa aus und deswegen, ja, konnte ich die einfach nicht dort lassen. Und wie gesagt, ich stehe total auf Pastell und deswegen haben die es mir einfach total angetan. Ich mag generell die Primark-Kissen sehr gerne, das ist fast so schlimm bei mir wie die Tassen. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich muss irgendeins davon mitnehmen. Aber die meiste Zeit schaffe ich es irgendwie, daran vorbeizugehen und es zu ignorieren. Aber diesmal hat das eher weniger geklappt. Dann habe ich mir auch noch 2 Kerzen geholt. Und zwar zum einen diese hier. Die heißt Talk to the Palm. Die riecht irgendwie so ein bisschen sehr fruchtig. Es erinnert mich irgendwie an... Was ist denn das? Ich glaube Mango oder irgendwas in der Art. Und dann habe ich noch eine etwas dezentere, und zwar ist das diese hier mit Vanille. Und die riecht, wie sollte es anders sein, nach Vanille. Die haben jeweils 1 Euro gekostet. Und jetzt habe ich gerade den Boden meiner Tüte durchwühlt und habe so allerlei Kram gefunden, der irgendwie in keine Kategorie so wirklich hineinpasst, von denen ich gerade gesprochen habe. Und ich würde sagen, da beginnen wir doch gleich mal mit dem hier. Verpackt sieht das irgendwie gerade sehr komisch aus. Das sind auf jeden Fall solche Fusselroller. Ich finde, die kann man eigentlich immer gebrauchen. Und ich habe einen Hund, zwar nicht bei mir zu Hause, aber bei meiner Mama. Und ich habe ständig Haare von ihr überall. Dementsprechend ist das sehr praktisch. Da ist auch noch so eine Nachfüllrolle quasi dabei. Und die hat... finde es gerade nicht. Ah ja, hier, 1,50 gekostet. Dann so im Bereich Haare habe ich mir so eine 8er-Packung Haarspangen mitgenommen. Mit denen mache ich sehr gerne meine Haare so halb-halb zurück. Es fehlt auch schon eine, weil ich die bereits verwendet habe. Und ja, die haben auch 1,50 gekostet. Und passend dazu habe ich mir auch noch so ganz kleine Haargummis mitgenommen. Beziehungsweise nicht die ganz kleinen durchsichtigen, sondern diese, ja, die halt auch nur so groß sind und ein bisschen Farbe haben, eben für helle Haare. Und ja, mit denen mache ich mir die Haare einfach auch sehr gern zurück, beziehungsweise flechte mir Zöpfe. Und dann wären wir auch schon bei der allerletzten Sache, und zwar einem Mini-Maniküre-Set. Absolut spannend, ich weiß.
in diesem schönen Marmormuster hier. Das ist einfach so ein Maniküre-Set, was man sich einfach in die Handtasche packen kann. Oder für Reisen ist das auch sehr gut geeignet. Und das haben sie statt für 3 Euro für 1 Euro hergegeben. Ich hätte es mir aber auch für 3 Euro geholt, einfach weil ich meines letztens verloren habe und wieder ein neues brauchte. Ich brauche sowas nämlich irgendwie immer wieder, weil ich es ständig schaffe, mir einen Nagel einzureißen oder sonst irgendwas. Da habe ich das einfach sehr gerne mit. Und ja, das wäre es dann auch schon mit meinem Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ihr findet jetzt hier seitlich 2 meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!